Gut, dann fangen wir mal an, ne? Sie sind heutzutage nicht mehr wegzudenken. Smartphones, WLAN, DECT-Telefone und so weiter. Überall und jederzeit wollen wir mit dem Internet verbunden sein. Doch kaum jemand bedenkt, welche Konsequenzen unser Verlangen nach der digitalen Welt hat und wie es unsere Gesundheit negativ beeinflusst. Dabei spielt meiner Meinung nach der bewusste Umgang mit Funk und der damit verbundenen Hochfrequenzstrahlung eine mindestens genauso große Rolle wie eine gesunde Ernährung, ja? Das habe ich hier vor 6 Jahren geschrieben, dieses Buch. Und dem Buch habe ich auch ein Kapitel über den gefährlichen Elektrosmog gewidmet. Und was es damit auf sich hat, möchte ich nochmal in einem Video erläutern, weil ich das Thema einfach für sehr wichtig halte. Susi ist heute dabei. Ja. Ne? Wir sind hier in unserem neuen Häuschen. Und wie gesagt, das habe ich vor 6 Jahren geschrieben. Und vor ziemlich genau fünf Jahren, im März 2016 habe ich ein Video darüber gemacht, 10 Gründe, warum ich kein Smartphone, kein Handy habe. Ich habe also nie ein Smartphone oder ein Handy gehabt. Und das hat sich ja auch nicht geändert, ne? Das hat sich bis zum heutigen Tag nicht geändert. Allerdings sind in meiner Umgebung, ich bin ja viel unterwegs, habe viele soziale Kontakte, oft Leute mit Handy und ich merke halt, was das für Auswirkungen auf meinen Körper hat, zum Beispiel auch, wenn ich Bahn fahre. Ja, die Kopfschmerzen, das ist echt besser geworden. Ich denke, das hängt mit einer Schwermetallentgiftung zusammen. Allerdings fühle ich mich in der Stadt oft matt und so ausgeliefert, antriebslos, ja teilweise apathisch. Ne? Und, der eine ist mehr elektrosensibel, der andere weniger. Natürlich, sag mal so, diese Digital Natives, unsere Kinder, die gewöhnen sich auch immer zunehmend daran, ja. Die kommen damit vielleicht besser klar als, Leute, die eben auch noch ein anderes Leben kennen, als eben das Leben, wo überall ein Mobilfunksender steht. Aber trotzdem, gerade für Kinder ist es nicht gesund, die Strahlung für Neugeborene, ungeborene kleine Kinder, ne, diese permanente Belastung mit der hochfrequenten Strahlung. Ja, weil der Schädel ist ja auch noch nicht so ausgebildet, ne? Die Fontanelle ist noch nicht ganz geschlossen. Da kommt die Strahlung noch eher rein oder richtet mehr Schäden an, die eher so unterschwellig sind, ne? Die man vielleicht auch nicht direkt auf die Elektrostrahlung schieben würde, ja? Die mehr Schaden anrichten als bei einem erwachsenen Menschen, ne? Die noch nicht mit dieser erhöhten Strahlung aufgewachsen sind. Also da gibt es auch ganz interessante Artikel drüber, ne? Richtig. Ja. Also ich kann euch auch mal empfehlen, euch mit der AUVA-Studie aus Österreich, glaube ich, zu befassen. Und es gibt auch viele Ärzte, zum Beispiel Dr. Mutter, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich oder wir möchten hier in diesem Video und in meinen Videos unsere eigene Erfahrung euch mitteilen. Und wie gesagt, dieses Video, was ich vor 5 Jahren gemacht habe, meine Meinung hat es nicht geändert. Es sind eher noch Punkte hinzugekommen. Und ich bin froh, dass so viele Leute das so positiv aufgenommen haben. Ja, ich habe, glaube ich, haben jetzt 40.000 Leute gesehen, das Video, warum ich 10 gute Gründe, warum ich kein Smartphone habe. Könnt ihr euch mal anschauen, ich verlinke euch das. Also mir ist klar, ein Smartphone kann auch Leben retten, ne, wenn man in einer Notsituation mal eben darauf angewiesen ist, einen Krankenwagen zu rufen. Aber es gibt so viele Situationen, ich habe auch schon mit Straßenbahnfahrern gesprochen, die über mehrere Menschen drüber gefahren sind, die einfach auf ihr Ding gestarrt haben. Ich denke, dass gerade im Straßenverkehr, dass das Smartphone, das Handy eher dazu führt, dass das Leben gefährdet. Ne? Ja, es führt mehr zu Unachtsamkeit, ne? Ja. Also ich habe ja so, ich habe ja ein Tablet, das habe ich immer im Flugmodus, also benutze ich ja als Offline-Computer und da gibt es aber auch eine Möglichkeit, im Notfall dann eben das Handy mal auf Bereitschaft zu stellen und eine Notfallnummer anzurufen. Ne? 211. 112. So rum. Genau. Ja, so viel dazu. Ich möchte euch oder wir möchten euch in diesem Video ein paar Tipps geben, wie ihr euch vor den gefährlichen Strahlen schützen könnt, egal ob ihr sie wahrnehmt oder nicht. Ich habe lange überlegt, ist es ein Segen oder ein Fluch, dass ich diese wahrnehme? Ich denke, es ist ein Segen. Dadurch weiß ich eben, okay, hier ist ein Ort, wo ich mich nicht so gut aufhalten kann. Hier zum Beispiel ist ein sehr guter Ort, das haben wir selber gebaut. Das ist ein ökologisches Holzhaus, was eben viel dieser Strahlung fernhält. Da zeigen wir euch auch gleich noch gegen Ende des Videos, wie wir das eben so strahlungssicher bekommen haben und wie wir hier sehr gesund ohne oder fast ohne hochfrequente Strahlung und auch niederfrequente Strahlung leben können. Und ein paar praktische Tipps auch für die Menschen, die in der Stadt leben, hält dieses Video bereit, wie man sich auch vor 5G schützen kann. Obwohl das natürlich nicht heißt, dass man dann absolut sicher ist. Man sollte natürlich möglichst vermeiden, sich in der Nähe von Mobilfunksendern, insbesondere 5G-Sendern, aufzuhalten oder eben in Wohnkomplexen, wo viele Menschen zusammenkommen, wo WLAN ist, etc. pp. Ja, dann hatten wir ja noch dieses Camp-Event. Vor 4 Jahren war das, ne? Das war ein Experiment, 30 Leute, eine Woche. Ja, bis 2019, Woche. Ne, hat man das eigentlich jedes Jahr veranstaltet von 2000.
17. Und 2017 hatten wir eben dieses Event, da kamen 30 Leute im Bergischen Land, in einem fast Funkloch, auch in der Holzhütte zusammen, 30 Leute, 7 Tage und dann eben kein Handy, ja, keiner durfte sein Handy benutzen und die Leute haben wirklich sehr viel Positives nach ein paar Tagen schon berichtet, gerade insbesondere was den Schlaf, was die Erholung anbelangt, ja, den Kopf frei kriegen, sich einfach wohl und gut fühlen, ne? Ja, da kamen viele Faktoren zusammen, ne? Auch, dass dann niemand sein Handy irgendwie benutzt hat, um sich irgendwie abzulenken, um anderen Freunden oder Familie zu schreiben, sondern hat sich wirklich mit den Leuten beschäftigt, die da waren. Ne? Mhm. Also es war für die Kommunikation viel, viel besser, sich mit den Leuten, die man gerade zu Gesicht hat, sich mit denen beschäftigt. Ja? Also wie oft schaut mal raus, oder wo es noch möglich war, wo Cafés und etc. noch offen hatten, Restaurants, wie viele Pärchen oder wie viele Freunde an einem Tisch sitzen und sich eigentlich gar keine Achtsamkeit mehr schenken und jeder diddelt an seinem Handy rum, anstatt miteinander zu sprechen. Mhm. Ja, also eigentlich ist es schon eine gewisse Respektlosigkeit dem anderen gegenüber. Ja, man versucht sich ja eigentlich Zeit zu schenken und gibt sie dem anderen ja dann doch nicht durch dieses Smartphone. Ja, ich sehe das absolut. Also das ist einfach sozial betrachtet, ja, dass die Leute immer mehr in diese digitale Welt abdriften und viele sehen das als, gerade wir sehen das als sehr kritisch an. Ja, wir haben auch in Ungarn hier öfter Besuch und sagen dann, dass die Handys am besten ausgeschaltet bleiben und wir merken, wie viel Interaktion hier verglichen mit dem, was wir sonst kennen, möglich ist. Und die Leute, die haben sich bis jetzt auch nicht beschwert und haben auch berichtet, wie gut sie auch hier in Ungarn schlafen. Also wir schlafen ja jetzt traumhaft. Also wir schlafen richtig, wir wachen wie so ein, als hätte der Sandmann uns noch Sand in die Augen gestreut, so wie ich das damals, als ich noch klein war, kenne, richtig erholt, wachen wir auf, schlafen dann auch manchmal was länger, aber im Winter, wenn es lange dunkel ist morgens oder noch länger regnet, ist das ja auch okay und einfach, wir sind viel erholter. Ne? Ja, also ich kann nur von meiner eigenen Geschichte erzählen. So, bevor ich Marlon kennengelernt habe, ich habe mich klar mit Sport beschäftigt, mit gesunder Ernährung. Was kann man alles tun, um möglichst fit und gesund zu bleiben? Nur die Strahlungsgeschichte, damit habe ich mich jetzt nicht so wirklich beschäftigt, weil man sieht es ja auch nicht. Ne? Also es ist eine Gefahr, die man einfach nicht so wahrnehmen kann. Mhm. Oder außer du hast ja diese Elektrosensibilität, ich habe die halt nicht oder ich habe ihr nicht so viel Bedeutung zugemessen. Ich habe seitdem ich 14, 15 bin, so Jugendzeit, Pubertät. Oh, jetzt regnet es. Ja, im Moment ist wirklich. habe ich schlecht geschlafen. Und man gewöhnt sich dann daran oder sagt, ja, okay, das hat jetzt einfach mit Stress in der Schule zu tun, in der Ausbildung, später im Beruf. Und man nimmt das so hin, dass man einfach ein paar Mal in der Nacht aufwacht und nicht wirklich fit ist. Oder eigentlich fit genug, um seinen Alltag zu bestreiten. Aber eigentlich könnte man noch mehr Potenzial haben im Alltag. Mhm. Man schöpft das nicht alles aus. Und dann habe ich dich ja kennengelernt und du wolltest bei mir übernachten. Und packtest dann dein Mobilmessgerät aus. Mhm. Ne? Und die Strahlung war schon enorm hoch. Und da haben wir doch ein paar Maßnahmen ergriffen. Also man muss dazu sagen, in einem Blockbau gewohnt, also mit mehreren Mietern zusammen. Und dann kann man sich nicht schützen. Ne? Also jeder hat da sein WLAN an, von oben, von unten, von der Seite wird man da beschossen. Und dann haben wir da ein paar Maßnahmen ergriffen, also zum Beispiel mit Alufolie unter den Teppich. Dann ist man schon ein bisschen mehr geschützt. Ne? Dann haben wir schon besser geschlafen, natürlich nicht komplett frei. Wo wir dann später zusammengezogen sind, haben wir ja strahlungsfrei gelebt. Und ich habe viel, viel besser, tiefer geschlafen. Ich konnte endlich mal durchschlafen. Dann merkt man schon den Unterschied. Ja? Obwohl ich dem vorher nie so wirklich die Bedeutung zugemessen habe. Oder das kann man ja auch wirklich, viele sagen, ja, ach komm, so schlimm ist das ja gar nicht. Ja. Also diese Aluminiumfolie ist natürlich ein probates, günstiges Mittel, ne? Um jetzt, sag mal, am Teppich, wenn man unter dem Teppich so eben Aluminiumfolie legt. Ja, die günstigste, genau. Wenn unten die Nachbarn eben viel WLAN benutzen, jetzt werden ja auch diese 5G-Cubes, glaube ich, von Vodafone rausgegeben, die halt eben mit dieser 5G-Strahlung, also noch ist die zwar auf dem Bereich wie 4G, aber wer weiß, wie lange es dauert, bis sie die Strahlung hochdrehen. Und das, meiner Meinung nach, sind das Frequenzen, was heißt meiner Meinung, die sind noch nicht getestet, ja, Langzeit getestet. Und meiner Meinung nach kann das die DNA schädigen oder eben dazu führen, dass wir unfruchtbar werden. Das ist ein riesiges Genexperiment, in dem ich die Menschen ausgesetzt sehe. Und deswegen sehe ich mich auch in der Pflicht, so ein Video zu machen. Auch wenn viele denken, jetzt erzählt da wieder komische Sachen, aber letztendlich, das sind Sachen, die mir am Herzen liegen. Weil die Symptome sind auch eher unterschwellig, denn misst man dann eher anderen Faktoren zu, wie Stress und sowas oder... Ja, eigentlich hat ja eigentlich mittlerweile jeder eine Schlafstörung. So was Besonderes ist das gar nicht.
wie gesagt, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Gereiztheit. Was kann noch also alles auftreten? Ja, ist auf jeden Fall eine Antriebslosigkeit. Ja, sowas. Ja, ist eine Antriebslosigkeit. Es ist auch das Wohlbefinden wird gestört. Lethargie. Die Leute sind gereizt, Lethargie. Das ist bei jedem auch anders. Ne? Aber auf jeden Fall ist das negativ. Ne? Ja. Und ja, wo wir nochmal zurück zum Thema, also wie kann man, wenn man in der Wohnung lebt, wie kann man sich davor schützen? Genau. Ja? Ich habe ja auch in der Wohnung gelebt. Ich habe damals Decke und Boden, wie gesagt, mit Aluminiumfolie ausgestattet. Die Wände habe ich behangen mit so Abschirmstoffen. Ja, da werde ich gleich noch was zu sagen. Ja, auch zu der Kleidung, die wir tragen, das ist alles das sind Abschirmstoffe. Die müssten wir jetzt hier im Zimmer nicht tragen, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen euch was zeigen in diesem Video. Und es gibt auch teurere Farben, das ist allerdings etwas teurer, wenn man jetzt jedes Jahr, sage ich mal, umzieht und in eine neue Wohnung zieht, lohnt sich das nicht. Ja? Aber wer jetzt, sage ich mal, eine Eigentumswohnung hat oder auch in einem Haus, in einem Reihenhaus lebt, der kann natürlich auch die Wände mit dieser gewissen Farbe bestreichen, um sich eben vor diesen Strahlungen zu schützen. Wir haben uns eben überlegt, ein Holzhaus zu bauen mit 10 cm dicken Blockbohlen und das auch haben wir auch im Wald gemacht. In Ungarn, das ist leider das Land, also was am besten ausgebaut ist. Ja? Also man hat hier, glaube ich, 98% der Landesfläche hat man 4G-Empfang. Und dementsprechend hat man auch, ich will nicht sagen im letzten Winkel, aber eigentlich überall auch eine konstante Bestrahlung. Und wir haben hier im Wald was gefunden, wo eben sehr wenig von dieser Strahlung ist. Und der Rest wird eben durch diese Blockbohlen, durch diese dicken Holzwände noch absorbiert, ne? Beziehungsweise abgewiesen. Und die Fenster kann man mit einer Zinkfolie bekleben. Ja? Und wir haben ansonsten bei den größeren Fenstern haben wir einen Abschirmstoff. Das können wir euch mal zeigen. Wir haben ja dieses Elektrosmog-Messgerät. Und wenn wir das eben daran halten, ohne diesen Abschirmvlies, dann merkt man, okay, es ist statt überhaupt kein Lämpchen ist an, also quasi eine kaum messbare hochfrequente Strahlenbelastung. Und wenn man diesen Vorhang eben wegtut, dann sieht man, es ist jetzt ein beziehungsweise bis zu zwei Lämpchen an. Mhm. Also man hat dann schon, was steht da auf diesem Gerät? Muss man mal gucken. Das ist dann also schon 0,01 bis 0,02, also ungefähr 0,015 Volt pro Meter. Ja. Das ist schon etwas. Da kann man auch sagen, es ist grüner Bereich, damit kann man leben, aber trotzdem ist es besser, wenn man diesen Wert noch reduziert, gerade im Schlafbereich. Also wenn man schläft, sollte man sich erholen. Und mir lag deswegen so viel daran, dieses Video hier zu machen, weil ich war jetzt nochmal 2 Wochen in Deutschland, war viel unterwegs, auch nochmal in öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Stadt und habe auch bei Leuten geschlafen, wo eben einfach die Strahlenbelastung so hoch war, dass ich kaum schlafen konnte. Und ich habe gesehen, wie ich dann abgebaut habe. Besonders, wenn man sich so lange in Ungarn im Wald aufgehalten hat. Und hier regeneriere ich wieder, jetzt schlafe ich wieder gut seit ein paar Tagen. Mhm. Und es ist einfach ein markanter, immenser Unterschied. Ja. Also ich habe natürlich noch ein paar Tipps. Wir haben hinten unser Büro in dem Zimmer. Und dort habe ich den Computer angeschlossen. Wenn wir ins Internet gehen wollen, können wir eben auch einen Adapter anschließen und dann eben mit Kabel online gehen. Ja, gehen dann also mit einem Kabel online. Das ist strahlungsfrei. Sodass eben wir nicht das WLAN benutzen. WLAN habe ich nie benutzt. Und wir gehen dann direkt mit diesem Ethernet-Kabel in den Router und dieser Router verbindet sich mit dem Internet und somit haben wir keine Strahlenbelastung. Man muss dann natürlich das WLAN dann ausschalten. Es gibt dann auch diesen sogenannten Flugmodus oder bei Laptops sagt man einfach Wi-Fi, WLAN aus, Bluetooth aus und dann kann man da komplett ohne Strahlung eben auch surfen, ne? Im Internet surfen, das geht, das wissen auch viele nicht. Ja. Ne? Das ist ja interessant, dass teilweise die neueren Geräte das auch nicht mehr können. Ja, bei Laptops meine ich, die können das alle. Ja, die Laptops, aber diese Router zum Beispiel. Ja, die Router, ja, genau. Also die Router, oder das ist halt viel schwieriger. Also ich meine, es geht bei jedem Router, aber dann muss man in das Menü rein und muss dann eben WLAN ausstellen. Viele wissen gar nicht, wie man das bedient. Fall. Also am besten schafft euch einen Router an, wo es einen Knopf geht, wo man WLAN aus- oder einschalten kann, einfach über eine Mechanik, ja, über eine Art Knopf. Mhm. Und dann weiß man eben, okay, der Knopf ist aus, also kann WLAN nicht strahlen. Das kann man natürlich mit diesen Messgeräten hier überprüfen. Ja, mit diesen, ich habe es euch eben gezeigt, mit den Hochfrequenzmessgeräten. Man kann hier auch Geräusch anmachen. Wir haben überhaupt keine Strahlung. Ja, nicht mal ein Lämpchen, das grüne Lämpchen hier heißt einfach nur, dass das Gerät an ist und arbeitet. Ja, es funktioniert, aber wir haben hier überhaupt keine Strahlung, auch nicht, wenn wir ins Internet gehen. Was kann man noch für Tipps geben? Smartphone immer auf Flugmodus, wenn man es braucht, anschalten
mit Leuten über SMS kommunizieren. Zweimal am Tag oder dreimal, ja, wenn es wichtig ist, auch öfter mal das Smartphone anmachen. Ansonsten eher auf Flugmodus lassen. Ich kann natürlich jedem raten, das Smartphone abzuschaffen, aber in der heutigen Zeit, gerade mit den ganzen Kontakten, weiß ich auch, dass viele diese Überwindung nicht schaffen, beziehungsweise für die Leute nicht möglich ist, auch die geschäftlich damit arbeiten. Mhm. Aber das auf jeden Fall die Benutzung reduzieren. Ne? Ja, also ich habe es auf jeden Fall deutlich reduziert. Ich habe das meistens aus und schaue aber so einmal am Tag, manchmal auch nur alle paar Tage nach, ob irgendwelche wichtigen Nachrichten reinkamen oder Anrufe, dann ruft man halt zurück. Hm. Ne? Oder Familie und Freunde wissen das schon, dass man einen dann vielleicht irgendwie nur per E-Mail erreicht, so ein paar Tage. Hm. Ja, also wenn das gut abgesprochen ist, dann ist das eigentlich auch gar kein Problem. Früher hat das ja auch funktioniert. Hm. Ja. Dann können wir ja vielleicht auch noch ein bisschen was zum Thema niederfrequente Strahlung sagen. Es gibt ja nicht nur die Funkstrahlung über Bluetooth-Geräte, über Handy, über WLAN, über Mobilfunksender und so weiter und so fort. Ja, viele Kameras haben ja auch schon WLAN und so oder Drohnen, alle möglichen Geräte. Also es wird ja auch immer mehr, ne? Dass die Geräte immer mehr, es wird immer smarter und wir machen ja hier eben Videos hier auf dem Kanal Selbstbestimmtes Leben, wie man das Leben wieder selber in die Hand nehmen kann. Und das ist das Gegenteil von Smart Home, ist ein ökologisches, selbstbestimmtes Haus, ja, wo man selber noch Knöpfe drücken kann. Ja. Und da gibt es eben hier auch viele Knöpfe und deswegen möchte ich was zum Thema niederfrequente Strahlung sagen. Also das ist eine Strahlung, die auftritt bei Steckdosen, natürlich auch bei Hochspannungsleitungen. Wenn man also jetzt unter einem Hochspannungsmast lebt, ist das nicht so gut. Sich dagegen zu schützen, ist schwieriger, aber da sollte man auf jeden Fall, wenn man ein Haus baut oder irgendwo hinzieht, darauf achten, dass man nicht unter diesen Hochspannungsleitungen direkt wohnt oder schläft. Man hat es in der Regel in jedem normalen Haus, in jeder Wohnung, Steckdosen und niederfrequente Strahlung. Die kann man eben mit so einem Messgerät messen, stelle ich auf elektrisch und man sieht hier, die Strahlung ist minimal bzw. auch gar nicht vorhanden. Wenn ich jetzt ein bisschen an die Wand gehe, dann sitzt es ein bisschen höher. Aber es geht auch nie wirklich über Orange hinaus, also beziehungsweise Grün. Wenn ich jetzt hier direkt an die Wand gehe, hier wird es dann leicht gelb. Aber ich habe eben Vorkehrungen getroffen. Ich habe abgeschirmte Kabel genommen, als ich die Elektrik gelegt habe. Da kann ich nur jedem den Tipp geben. Und ich kann hier eben auch komplett den Strom ausschalten. Das kann ich ja mal machen. So, jetzt ist der ganze Strom im Haus aus und man sieht, hier oben brennt noch ein Licht. Ja, ich hoffe, man kann es sehen. Ich kann es ja mal eben hochhalten. Ja, da oben ist ein Licht, da hinten am Bett ist ein Licht. Ja, ich habe natürlich hier auch noch ein Licht. Ja, die ganzen USB-Steckdosen hier funktionieren. Das heißt, man kann hier auch wieder Geräte laden. Man kann sogar den Computer damit bedienen und laden. Und zwar ist das hier Gleichstrom. Das läuft alles über eine große Batterie, ja, auf 12-Volt-Basis. Das ist quasi Wohnwagentechnik. Und dieser Gleichstrom führt dazu, dass man hier überhaupt keine Strahlung mehr hat. Also hier wird man jetzt überhaupt kein Pünktchen mehr sehen, was angeht. Kein Lichtchen mehr angehen, eben weil dieser 12-Volt-Strom aus der Batterie strahlt nicht. Oder wie gesagt, nur wenn man hier mal an- oder ausmacht, geht es mal kurz ein bisschen hoch, aber über diesen Gleichstrom erfährt man eben nicht diese niederfrequente Strahlung, wie man sie eben vom normalen Hausstrom kennt. Also geschirmte Kabel, Gleichstrom und ich kann nur allen empfehlen, an Leuten, die eben in einer normalen Wohnung, in einem normalen Haus leben, diesen FI-Schalter auszumachen oder die ganzen Schalter auszumachen. So machen wir das seit Jahren, sodass man wenigstens nachts entspannt schlafen kann und dann legt man sich eine Taschenlampe neben das Bett oder so kleine LED-Lichter auf Batteriebasis. Die gibt es auch mit Bewegungsmelder, genau, wenn man auf Klo geht. Ansonsten hat man dann eben nachts den kompletten Strom aus, braucht man ja auch nicht. Ne? Das Handy nicht neben dem Kopf liegen lassen nachts, beziehungsweise auf Flugmodus tun, das kann man machen. Und dann kann man am Morgen ja immer noch mal aus dem Flugmodus rausgucken, wenn was Wichtiges, ob was Wichtiges eingekommen ist. Ne? Ja, das sind so Tipps von unserer Seite, ja, wie ihr euch von hochfrequenter und niederfrequenter Strahlung fernhalten könnt. Und wenn ihr ein Haus baut, so wie wir, legt auch Gleichstromleitungen bzw. direkt geschirmte Kabel. Ja. Und gegen Ende des Videos wollten wir noch euch ein paar Utensilien zeigen. Hier diese Wäsche, ja? Ja,
Also so Abschirmkleidung, ne? Mit Silbergewebe. So, genau. Abschirmung sozusagen. Ne? Naja, wir haben hier so einige Sachen geschickt bekommen. Ich mache hier für die Firma Silver 25 mache ich ja ein bisschen Werbung und nicht, weil ich irgendwie käuflich bin. Klar muss ich auch ein bisschen Geld verdienen. Ja, die Videos sind halt eben auch viel Arbeit, aber ich mache das auch nur, weil ich davon überzeugt bin und weil ich selber hier eingekauft habe und schon viel Geld gelassen habe. Ja, es ist nicht so, dass ich das jetzt hier, dass ich meine Sachen gesponsert bekommen habe. Also hier haben wir jetzt mal ein bisschen geschickt bekommen, das müssen wir aber auch wieder zurückschicken. Ja, ansonsten zum Ausprobieren, ne? Habe ich hier selbst gekauft und bin davon sehr überzeugt. Ich habe es euch ja eben gezeigt, wie viel dieser Vorhang wirklich fernhält von der Strahlung. Und das ist letztendlich ungefähr die gleiche Technik wie dieser Vorhang, nur eben, dass es auch gleichzeitig noch Baumwolle da integriert ist und es warm hält und auch relativ gut aussieht, geschnitten. Ist auch leichter Stoff. Es ist leichter Stoff, also kann man auch im Sommer tragen, im Winter kann man was drüber oder drunter ziehen. Was ist das jetzt hier? Sollen wir mal aufmachen? Das ist eine Leggings für Damen, weiß ich nicht. Ja, also brauchen wir jetzt nicht alles zu öffnen. Also, vielleicht mal eher so, oder zu den Größen lässt sich auf jeden Fall sagen, es gibt das auch für kleine, ne? Also für kleine, zierliche Frauen wie für mich. Also jetzt ist hier zum Beispiel eine 32, 34. So, dann geht es weiter mit 36, teilweise bis zur Größe Nummer 60, ne? Steht es hier drauf. Ja, also da gibt es Overall, Schlafanzug, Shirt, Slips, Loops, Schlafmützen, Schalmützen, Stirnbänder. Schlafmützen. Hier ist so eine Mütze, ha? Ja, Handschuhe, Mützen, Schalkragen. Wie sieht das aus? Ohren rein, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Ich bin ja kein Mützenträger, ne? Aber schützt, ne? Wenn oben die Mobilfunksender sind. Ja, also ich schon, ich trage gerne Mützen. Will sich hier seinen Kopf schützen, dann ist das so schon mal eine ganz gute Sache in der ich Stadt. Ich glaube, du hast meine Mütze auf. Okay. Das ist die Größe. Sehr eng hier, ne? Hier, bitte. Bitte schön. Okay, ja. Hier ist eine Größe, ja, ist 2. Ja. Probier ich die nochmal an, ne? Größe 1, wahrscheinlich für kleine Köpfe. Mhm. Ja, das passt mir doch besser. Das passt doch besser, ne? Mhm. Und das ist dann eben für einen großen Kopf. Große Köpfe. Sieht aus wie so ein Schlumpf. Ja, sieht besser aus. Ne? Ja, man muss natürlich allerdings aufpassen, wenn man jetzt diese Mütze im Innenbereich trägt, wo man vielleicht auch hier so ein Handy hält und das Handy strahlt nach oben und dann wird das hier reflektiert, dann geht es zweimal durch den Kopf. Also man sollte das schon auch nur tragen, wenn man selber eben vielleicht nicht hier drin ein Handy hat oder hier direkt am Handy sitzt und arbeitet, sondern wenn man sich zum Beispiel in der Stadt oder an Orten, Flughäfen, wo die Belastung hoch ist, sich davor schützen will. Perfekt. Ja, das haben wir also. Das ist auch ganz, ganz süß. Ich muss euch mal was zeigen. Das hat sie uns auch geschickt. Also es gibt wohl auch für Kinder, für Babys gibt es hier auch so Strahlenschutzwäsche. Hat sie uns hier so eine Puppe geschickt. Mützchen und ja. Okay. Einen kompletten Anzug, ne? Kleines Höschen, T-Shirt. Ja. Aber die wäre wirklich zu klein für mich hier. Hm? Die Mütze. Genau. Und ich trage das ja jetzt schon seit 3 oder fast 3 Jahren. Diese, wenigstens, also wenn ich in der Stadt bin, immer eine Boxershorts, ein Unterhemd. Also ich kann euch das mal zeigen. Das ist jetzt so eine leichte Jacke für den Frühling oder eine Übergangszeit. Kann man auch im Sommer tragen. Das ist recht dünn. Das ist jetzt hier so ein langärmiges Oberteil. Ja. Ja, das ist so ein Schwarz-Anthrazit. Also ist nicht ganz schwarz. So, und ich ziehe das jetzt mal aus. Boah. Am liebsten gerade im Sommer zur warmen Jahreszeit trage ich hier diese Axel-Shirts, ja? Also gibt es auch. Ja, da gibt es viele Sachen für Männer, für Frauen. Ja. Also du hast das ja ein Schwarz-Anthrazit. Ne? Also es ist nicht ein ganz, ganz dunkles Schwarz. Und das gibt es in so einem Grau-Weiß, ne? So ein bisschen gemustert. Das kann man vielleicht nachher nochmal so ein bisschen in der Aufnahme zeigen. Hm. Ja. Ist, glaube ich, auch für, wie heißt es nochmal? Diese Wäsche für Menschen mit dieser speziellen Krankheit, Neurodermitis. Ja, also auch für Neurodermitis-Patienten ist diese Wäsche wohl geeignet. Ja, glaube ich auch. Da geht ihr einfach mal auf die Sache. Wir verlinken euch auch diese ganzen Produkte, beziehungsweise zum Shop verlinken wir. Oh, da könnt ihr mal einen Blick drauf werfen, auf diese Kleidung. Mhm. Ich werde euch auch hier diese Niederfrequenz- und Hochfrequenz-Messgeräte verlinken. Die Gardine und so weiter. Was auf jeden Fall auch auffällt, jeder, der irgendwie mal neue Klamotten gekauft hat, weiß, die riechen oft so ein bisschen unangenehm, ne? Oder sind ja letztendlich in Billigländern produziert. Das glaube ich jetzt hier nicht und sie riechen auch nicht unangenehm, ne? Sondern man kann jetzt hier dran schnuppern, das
riecht nicht irgendwie nach Chemie oder billigen Farbstoff. Kann man direkt anziehen. Kann man direkt anziehen, ohne schlechtes Gewissen. Dann, sonst würde ich es auf der Hand waschen. Ne? Ja. Ist vielleicht besser. Ja. Obwohl es, glaube ich, auch geht in der Waschmaschine. Ja. Ja. Gut, gut. Ja, ich denke, dann haben wir alles Wichtige gesagt. Nochmal hier zu dem Blockbohlenhaus. Wir werden hier bald, also wir haben ja lange dran gesessen. Ja, es war viel Arbeit, deswegen hat es auch weniger Videos gegeben. Aber ich habe das fast alles gefilmt oder das Wichtigste. Ja, wir haben auch teilweise Zeitrafferaufnahmen gemacht. Und da wird es bald auch viele Videos geben, das habe ich euch versprochen. Die werden auch kommen, aber nicht morgen, nicht übermorgen, vielleicht in einer Woche, vielleicht aber auch erst in zwei. Dann müsst ihr einfach noch ein bisschen euch gedulden und dann werden wir euch zeigen, wie man so ein ökologisches Blockbohlenhaus 20 Quadratmeter bauen kann. In Ungarn zum Beispiel ohne Baugenehmigung, weil es bis 50 Kubikmeter geht. Aber natürlich kriegt man das auch in anderen Ländern vielleicht mit Baugenehmigung hin. Dann müsste man mal schauen. Und das hat mich 7.500 Euro gekostet. Also ich denke, man kann das auf 7.000 Euro drücken. Kriegt man so ein ökologisches Blockbohlenhaus hin, wo man wunderbar schlafen kann, wo man sich eben vor Elektrosmog schützen kann. Von den Materialkosten, ne? Also wenn man viel selber macht. Man muss es selber machen. Komplett. Ja. Wir haben es komplett selber gebaut. Quasi in den Baumarkt fahren, kaufen und danach aufbauen, obwohl wir natürlich die Blockbohlen haben schicken lassen. Ja. So sieht das aus. An der Stelle vielen Dank dafür, dass ihr euch das Video angesehen habt bis zum Ende. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch alle die, die nicht so viel Berührung mit Elektrosmog haben. Vielleicht ein bisschen kritischer sehen. Aber es ein bisschen kritischer sehen. Und da bin ich auch ein bisschen dankbar. Ich meine, das 5G-Thema hat viele Leute aufgeweckt und gezeigt, meine Güte, es muss doch nicht sein. Ne? Wir haben schon ein Internet, welches schnell genug ist. Warum müssen wir noch schnelleres Internet haben? Und ich habe so viele Leute gefragt, es waren eigentlich alle dagegen. Es wurde trotzdem gemacht. Die ganzen Mobilfunksender werden jetzt eben auf 5G umgerüstet. Und ich sehe das halt eben, oder wir sehen das halt sehr kritisch an. Und hoffen, euch mit diesem Video ein bisschen Tipps gegeben zu haben, wie ihr euch davor schützen könnt. Ansonsten kann ich immer nur sagen, geht raus in die Natur. Ja? Geht raus aus der Stadt in die Natur. Und leben im Einklang mit der Natur. Darüber gibt es viele Videos hier auf dem Kanal Raw Future. Ökologisch bauen, leben im Einklang mit der Natur, vegane, rohköstliche, gesunde Ernährung, ökologische Radreisen und so weiter und so fort. Möchtest du noch was loswerden? Nö, ist eigentlich alles gesagt. Dann sagen wir an der Stelle, vielen Dank fürs Zusehen, alles Gute. Ja. Bis bald. Kanal abonnieren und wir verlinken euch alles Weitere in der Videobeschreibung. Alles Gute und bis bald. Tschüss.